Hallo Freunde, ich grüße euch. Wir haben heute den zweiten Teil über die Chirurgienverteidigung für unser Eröffnungsrepertoire. Und Chirurgienverteidigung war hier im Damengambit mit Springer C6. Und wir wollten ja Springer C3 spielen. Und im ersten Teil hatten wir uns dieses D/C4 angeschaut. Und heute schauen wir uns mal den Zug E7, E5 an. Der ist scheinbar sehr aktiv und ist es im Grunde auch. Das erinnert ein bisschen an das Albins Gegengambit. Wenn Schwarz hier im zweiten E5 spielt, mit der Idee, die weiße Entwicklung ein bisschen zu behindern und so weiter, ja, Raumvorteil. Und das ist im Grunde auch hier nach Springer C3, E5 ähnliche Ideen. Wenn ich jetzt auf E5 nehme, könnte Schwarz mit D4 sogar noch ein Tempo gewinnen auf den Springer, der müsste schon wieder weg. Und genau, das sind so die Ideen, die Schwarz hier hat. Deswegen sollte Weiß hier unbedingt auf D5 nehmen. Dieses Tempo auf den Springer mitnehmen. Der Springer geht nach D4. Der Springer steht auf D4 natürlich gut, kann aber durch E2, E3 immer vertrieben werden. Und das machen wir hier auch. Und der Springer hat nur ein Feld, F5, denn ja, er hat nicht viele Möglichkeiten. So, jetzt würden wir gerne grundsätzlich mit Weiß E3, E4 spielen. Ganz klar, bauen ins Zentrum stellen, den Läufer C1 frei machen. Aber dann ist eben das Feld D4 nochmal für den schwarzen Springer erreichbar. Und deswegen spielen wir hier erst Springer F3 und greifen diesen Bauern an. Entwickeln eine Figur, greifen den Bauern an und nehmen das Feld D4 unter Kontrolle. Und ja, Schwarz entwickelt im Regelfall auch eine Figur, indem er den Bauern deckt. Und jetzt haben wir im Grunde schon die Möglichkeit, theoretisch E4 zu spielen. Würden dann, der Springer müsste nach E7 zurück. Und von E7 hat der Springer immerhin noch einmal mehr Kontrolle über das Feld C6. Und warum das so wichtig ist, sehen wir, wenn Weiß hier den Zug Läufer B5 Schach spielt. Jetzt ist eben der Zug C6 hier nicht mehr so gut möglich. Und der Zug E4 rennt ja auch nicht weg. Ja, und jetzt schauen wir mal. Hier hat Schwarz zwei Möglichkeiten. Läufer D7 und König F8. Und weil sich das Spiel hier immer schon nochmal in zwei Teile splittet sozusagen und das zu viel Material für ein Video wäre, habe ich mich ja dazu entschlossen, auch diese Öffnung mit E7, E5 nochmal in zwei Teile zu teilen. Nämlich in Läufer D7 und in König F8. Und heute schauen wir uns dieses Läufer D7 mal an. Das gilt in der Theorie als, zumindest galt es früher, ja, vor 30 Jahren, als nicht ganz so genau, wie es heutzutage ist, kann ich noch nicht mal sagen, weil mein Buch aus den 90ern ist. Aber ich glaube, die Idee war, dass Schwarz hier möglichst viele Figuren am Brett halten wollte, um mit diesem Läufer die C8 vielleicht auch am Königsflügel irgendwie mitwirken zu können. Dieses Läufer D7 führt dazu, dass wir den Läufer tauschen können und dann mit E4 das Zentrum besetzen können und der Springer geht zurück. Ja, und jetzt haben wir hier im Grunde unsere Ausgangsstellung von dieser Läufer D7-Variante. Und dazu habe ich euch mal zwei Partien mitgebracht von zwei guten Spielern. Und die fand ich sehr logisch und nachvollziehbar. Und die habe ich mir als Musterpartien gemerkt, weil ich mir die Pläne, die waren einfach nachvollziehbar für mich zumindest. Und an diesen kann ich mich immer gut orientieren. Wir sehen grundsätzlich, möchte Weiß, wenn er zum Beispiel den Zug F2, F3 gleich noch spielt, wir sehen, die weiße Bauernkette zeigt zum Damenflügel. Und das ist ein Indiz dafür, dass Weiß am Damenflügel spielen sollte hier. Während Schwarz so in königsindischer Manier eher am Königsflügel spielt. Und es gibt natürlich hier viele Züge, die auch schon gespielt wurden. Ich fand den Zug Dame B3 hier besonders schön, denn er greift sofort den B7 an und Schwarz hat ja noch nicht rochiert. Ja, und dann ist der Turm auf A8 schon angegriffen, mit Tempo vielleicht. Ja. Dann fällt der ganze Damenflügel zusammen. Und hier hat Schwarz im Grunde zwei Möglichkeiten. Den einen ist B7, B6. Das schwächt ein bisschen die weißen Felder. Das haben wir eine Partie zu. Und die andere Möglichkeit ist Turm B8. Da schauen wir uns eine zweite Partie zu an. Wir fangen aber an mit der Partie von B7, B6. Nun, hier folgen wir der Partie Melkumyan gegen Vardanyan. Zwei starke Spieler. Und ja, wir schauen mal. Weiß hat jetzt folgende Möglichkeiten. Durch diesen Zug B7, B6
könnte Weiß mit A2, A4 und A4, A5 sehr schnell diesen Bauern B6 nutzen, um einen Hebel zur Öffnung der Linien am Damenflügel. Und das ist ja grundsätzlich gut, wenn da Linien aufgehen, denn Weiß möchte dort spielen. Und wenn da alles auf ist und der Weiße den Schwarzen dort beschäftigen kann, dann kommt Schwarz eben nicht dazu, am Königsflügel ein Gegenspiel zu kreieren. Angefangen hat der Weißspieler hier aber mit Läufer G5, was ich grundsätzlich interessant fand, denn die Idee ist vielleicht, wenn Schwarz hier jetzt, er hat Springer G6 gespielt, vielleicht ist die Idee, dass auf Springer F6, dass man hier auf F6 schlagen könnte, ja, und hier ein Doppelbauer entsteht. Fand ich gar nicht so uninteressant, so vom Grundsatz her. Deswegen konnte ich den Zug Läufer G5 immerhin nachvollziehen. Schwarz hat hier Springer G6 gespielt, ja, und hat dieses Springer F6 erst nochmal hinausgezögert. A2, A4, das macht Sinn, den können wir nachvollziehen, ja, der Hebel A4, A5 am Damenflügel. Und Schwarz spielt A7, A6 um das Feld B5 eben, nochmal zu beschützen und Springer B5 oder Dame B5 Ausfälle zu vermeiden und auf A5 dann mit B5 zu spielen. Jetzt kommt Springer D2, der möchte hier in solchen Stellungen fast immer nach C4, das ist ein normales Feld, das können wir auch noch nachvollziehen. Und der Schwarze möchte diesen Läufer hier loswerden, um Springer F6 spielen zu können. Dann gehen wir natürlich nach E3 zurück, denn am Damenflügel wollen wir natürlich mitgucken mit dem Läufer. Jetzt müssen wir nur gucken, Schwarz könnte jetzt mit Springer F6 und Springer G4 versuchen, unseren Läufer anzugreifen. Aber wir können den Zug F2, F3 spielen. Und das verhindert Springer G4, ja, und dann hält den Läufer E3 geschützt. Und dann wirkt er eben hier mit zum Damenflügel hin, in welchen Formen und Farben auch immer. Und die Kontrolle über das Feld F4 haben wir ja auch. So, jetzt steht Schwarz natürlich da und wird in irgendeiner Form am Königsflügel was versuchen müssen. Und versuchte hier mit Dame E7 auf den schwarzen Feldern, entweder mit Läufer C5 mal, ja, oder dass die Dame über den Königsflügel auf die schwarzen Felder aktiv Richtung unseren König gucken kann. Der nächste Zug von Weiß war aus meiner Sicht, zumindest habe ich ihn verstanden, ja, fand ich sehr spannend, der Zug Springer E2. Normalerweise denkt man ja immer, boah, wie komme ich jetzt hier vorwärts? Ja, kann ich jetzt hier A5 spielen? Oder gehe ich wirklich nach C4? Oder was mache ich? Ja? Und dieser Zug Springer E2, und das ist immer wieder erstaunlich, man weiß es eigentlich, aber man achtet in den eigenen Partien nie drauf, dass man auch mal die gegnerischen Möglichkeiten ein bisschen mitbeachtet. Ja? Und dieser Springer verhindert so ein bisschen oder kontrolliert das Feld F4 zumindest mit, hat vor allem aber auch noch eine zweite Idee. Nämlich, dass dieser Springer auf ein weiteres Feld, nämlich das Feld F5 hier, mal hüpfen möchte. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr schönes Feld für einen Springer, wie ich finde. So, Springer D7 sieht immerhin auch noch natürlich aus, das Feld C5 mit zu blockieren und seine Figuren dahinstellen zu können. Springer G3 möchte nach F5. Springer H4 verhindert das und greift gleichzeitig den G2 an, weswegen wir kurz rochieren. Und Schwarz macht das auch. Und jetzt sehen wir, wir haben die Entwicklung jetzt abgeschlossen, beide Seiten haben rochiert. Und jetzt geht es darum, wer kriegt seinen Plan schneller, besser, effektiver umgesetzt. Und ja, Weiß fing mit Springer C4 an. Ne? Das sieht natürlich aus. Möchte vielleicht mal auf D6 diesen Läufer wegnehmen, weil C mal D ja schon dann nicht geht, weil dann auf einmal der B6 schwach wird. Ja? Und auf Dame schlägt D6, ist immerhin jetzt C7 weiterhin rückständig. So, Schwarz spielt König H7. Wir können jetzt nicht jeden Zug tief analysieren. Ne? Wir gucken uns erstmal aus weißer Sicht an. Aber Schwarz möchte grundsätzlich als am Königsflügel spielen. Und Weiß spielt hier am Damenflügel. Turm AD1, ein zentraler Zug für die Mitte. Sieht optisch zumindest gut aus. Ob ich den jetzt so gespielt hätte, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich hatte Weiß hier schon den Plan im Petto, nämlich, dass dieser Turm hier im Zentrum mitwirken soll.
Und wir sehen gleich den Plan von Weiß. Den fand ich super. Sowohl einfach als auch schön. Schwarz spielt Springer C5, greift die Dame an, die ziehen wir weg. Und Dame D7. Ja, wir sehen, dass das Schwarz nicht so richtig glücklich ist mit seiner Stellung. Jetzt ist die Dame hier auf dieser Diagonale, dass der König hier steht auf H7. Und dann ist F7, F5 natürlich super erschwert. Dame D7 möchte jetzt hier vielleicht mal diesen A5 angreifen. Das Problem ist, dass die Dame von D7 den Springer C5 nicht mehr deckt. Ja, und Weiß diese Gelegenheit nutzt, um A4, A5 diesen Hebel am Damenflügel zu starten. Mit der Idee, wenn jetzt, ob jetzt Schlagen wie in der Partie oder B5 kommt, im Grunde genommen wird dieser C5 hier so ein bisschen entwurzelt. Ja. Und dann sehen wir, dass unser Läufer und unsere Dame hier schon so drauf gucken und durch einen geschickten Springerabzug da vielleicht was geht. Schwarz hat sich hier dazu entschlossen, diesen Bauern mitzunehmen. Kann man auch gerne machen. Und Weiß könnte natürlich jetzt, sage ich mal, vielleicht versuchen, auf E5 schon diesen Bauern zu gewinnen. Ja, keine Frage. Aber Schwarz hat ein Problem, nämlich wenn Weiß F2, F4 spielt, oder F3, F4, greift ja auch diesen Bauern hier an und möchte gegebenenfalls, wenn dieser Bauer hier schlägt, mit E4, E5 einen Abzugsschach hier geben und dann ja, diverse Drohungen und so weiter. Ja? Diesen Raumvorteil und vor allem den Zeitvorteil. Das Weiß hier versucht, die Initiative aufzubauen. Das war ihm wichtig als ein Bäuerchen. Und ja, was soll Schwarz machen? Er hat ihn geschlagen. Dann kam dieses Abzugsschach und der Springer zog dazwischen. Und jetzt sehen wir, wenn Weiß hier auf D6 Schlüge könnte Schwarz hier entsprechend hier auch nochmal auf E3 zwischenschlagen. Deswegen schlägt Weiß hier auf F4. Und wir sehen, ja, der Springer ist gefesselt und der Turm aktiviert sich, die F-Linie ist offen. Ja, Weiß hat schöne zwei Zentrumsbauern auf einmal hier stehen. Und jetzt sehen wir auch, warum der Turm A nach D1 so wahrscheinlich da schon geplant war. Genau, der Läufer ist angegriffen, der muss zurückziehen. Und Schwarz spielt F nach D4. Das wird wahrscheinlich irgendwelche taktischen Ideen wie D5, D6 vielleicht haben oder sowas. Ja? Aber ich glaube, rein von der Optik her können wir hier festhalten, dass Weiß aus der Öffnung sehr, sehr gut herausgekommen ist. Und dass Schwarz hier echt alle Hände voll zu tun hat, die Stellung irgendwie zusammenzuhalten. Und das ist auch nicht gelungen in der Partie. Deswegen aus öffnungstheoretischer Sicht, glaube ich, ist alles in Ordnung. Wir schauen uns den Rest der Partie mal etwas schneller an. A4. E6 kam. Ein typischer Hebel, um die weißen Felder hier zu schwächen. Ja, den Springer G6 zu entwurzeln. Vielleicht mal Turm G4 dann zu drohen. Deswegen zog die Dame sofort weg. Und der Springer ging nach E5. Ja, das Feld E5 ist jetzt frei geworden durch den Zug E6. Auch dieser Springer wirkt hier mit auf G6. Ja, und wir sehen, die weißen Figuren sind alle super, super aktiv. Der König geht mal aus dieser Festung raus. Und jetzt sehen wir einfach, dass Weiß total überlegen steht. Der Springer hier ist angegriffen. Die Dame könnte hier auf G6 schlagen. Und dann drohen schon diese Läuferopfer auf H6. Ja, das kennen wir auch von meinem Video mit dem Läuferopfer. Und dann alle weißen Figuren stehen dann um den schutzlosen schwarzen König herum. In der Partie folgte noch das Verzweiflungsopfer auf E6 und Turm F6, um den Bauern G6 nochmal zu decken. Aber nach Läufer D4, wir sehen, dass diese Großmeister auf ihre Figurenaktivität achten. Ja, dass die Bauern gar nicht so entscheidend sind, aber Figurenaktivität. Nämlich, dass jetzt hier auf G6 geschlagen wird und dieser Läufer auf D4 einfach bärenstark steht. Ja? Und jetzt gegebenenfalls dieser Bauer G7 vielleicht mal gar nicht diesen Bauern H6 deckt oder so. Und nach Läufer F8 kam noch Turm F1 und jetzt sehen wir, die Drohungen werden überhand nehmen. Ja? Es droht Turm F8 mit der Idee hier dann den E6 zu gewinnen und wenn der Turm auf G6 schlägt, könnte die Dame kommen, ja? Und dann droht schon Dame H6, es droht Springer irgendwie dabei kommen. Und ja, da ist kein Kraut gegen gewachsen. Ne? Und deswegen hatte Schwarz hier in der Stellung nach Turm F1 aufgegeben.
Ja, eine spannende und gute und logisch nachvollziehbare Partie, wie ich fand, nach diesem B7, B6. Und deswegen vielleicht dieses B7, B6, ja, eine Schwäche, ja, und dieser Plan A4, A5 können wir uns merken. Gucken wir uns jetzt mal an, was auf Turm B8 kommt. So, für den Zug Turm B8 habe ich euch die Partie von Zarkatzow gegen Al-Huwa mitgebracht. Und hier Turm B8 vermeidet Schwächen, ja, deckt den Bauern B7, aber immer den A7 nicht. Und durch dieses Läufer E3 bekommen wir ein Tempo, das wir jetzt auf A7 zu schlagen drohen. Und ja, was soll Schwarz jetzt hier groß gegen machen? Ja, spielt er hier A7, A6, nur als Beispiel, um den Bauern zu decken. Kann Läufer A7 kommen, den Turm angreifen, der muss weg. Und dann fällt doch der B7 wieder. Dann hat das alles überhaupt nichts gebracht. Und deswegen, ja, vielleicht ist Turm B8 einfach auch nicht gut, ja. Aber wenn Turm B8 und B6 nicht gut sind, wissen wir, dass Dame B3 wahrscheinlich gut ist. Von daher, Läufer E3. Und jetzt hat Schwarz hier auch B7, B6 gespielt. Und hier ähneln sich natürlich jetzt, sag ich mal, so die Stellungsbilder im Ansatz. Hier hat Schwarz aber noch mehr und noch vermehrt auf einen Königsangriff gesetzt. Und wir schauen mal, was hier passierte. Weiß rochiert, Springer F6, Läufer G5, auch hier wieder mit der Idee, gegebenenfalls vielleicht auf F6 diesen Doppelbauern. Ja. Aber hier in der Partie hat Schwarz sich gedacht, komm, ich lasse diesen Doppelbauern mal zu, denn dann könnte ich gegebenenfalls, wenn der jetzt hier schlagen würde, ja, den König hier zur Seite, den Turm auf die G-Linie und im Zusammenspiel mit der Dame, vielleicht kann der Springer hier noch nach F4 rein, ja, und so weiter und so fort. Da erhoffte sich Schwarz jetzt das Gegenspiel zu. Und das natürlich hätte eben natürlich auch so ähnlich passieren können. Ne? Deswegen hatte Weiß hier aber noch den interessanten Zug und er muss ja gar nicht auf F6 schlagen und die G-Linie öffnen und das Gegenspiel für Schwarz hier einleiten. Er kann. Und er wird es vielleicht auch irgendwann machen, wenn der Gegner noch ein paar Züge wartet. Aber erstmal ist es wichtig, wieder mit A4 die Linien hier am Damenflügel zu öffnen, um selber aktives Spiel zu haben, ja, und den Gegner beschäftigen zu können. Und auch hier folgte hier H7, H6. Hier wäre jetzt auch wieder dieses A7, A6 ein sehr logischer Zug gewesen, mit der Idee auf A5, B5 zu haben, ja, und das Feld B5 unter Kontrolle zu haben. Hier hatte sich Schwarz gedacht, ich möchte unbedingt diese G-Linie aufmachen, um ein Gegenspiel auf der G-Linie zu forcieren. Ja, und so kam es auch. Ja. Und jetzt sehen wir, jetzt können wir gleich abschätzen. Hier hat Schwarz diesen Angriff. Und in der ersten Partie hatte Weiß ja etwas mehr Zeit dafür am Damenflügel. Das sind etwas unterschiedliche Stellungsbilder. Muss man mal schauen, was einem besser gefällt oder ne? Und dann entsprechend sich selber das Beste raussuchen. Springer B5 kam hier, greift den A7 an, möchte den D6 hier auch wieder tauschen mit ähnlichen Motiven, wie wir es eben hatten. Aber Schwarz sagte sich, ne, jetzt ist hier Schluss mit lustig, jetzt Angriff. Dame G4. Und jetzt sehen wir schon, ja, ein Tempo auf den E4 und gegebenenfalls hier gleich mit Turm G8 Drohungen auf G2 vorbereiten. Und ja, Springer D2 überdeckt den E4, das macht Sinn. Der König geht zur Seite, auch gut. Turm AC1 macht auch alles Sinn. Jetzt kam Springer G6 und der möchte jetzt hier nach F4. Und dann droht er auf G2 ein Schachmatt. Und dann, ich mach mal einen Zug hier, so. Dann hat Weiß vor allem das Problem, dass er dieses Matt nicht mit Dame G3 abwehren kann, wegen dieser schönen Gabel hier. Und ja, deswegen hat er sich dazu entschlossen, sofort mit Dame F3 versucht, Dame zu tauschen. Das ist immer gut für den Verteidiger. Ohne Dame ist die Dynamik nicht mehr ganz so hoch. Deswegen, Schwarz muss natürlich unbedingt die Dame auf dem Brett halten. Dame G5. Und jetzt wird er auf D6 zwischengetauscht. Und wir sehen jetzt, die C-Linie ist offen.
Ja, gar nicht mal die A-Linie, völlig überraschend, sondern jetzt die C-Linie. Und Dame E3, auch wieder ein starker Zug, möchte wieder die Dame tauschen. Schwarz sollte natürlich nicht die Dame tauschen, denn dann würde nicht nur das Potenzial für den Angriff weg sein, dieser Bauer selber kontrolliert dieses Feld, sodass der Springer hier nicht hin kann. Der F-Bauer würde schwach werden, Weiß könnte hier sofort auf die C-Linie gehen und hätte mit einem Schlag ein überragendes Spiel. Deswegen tauscht Schwarz natürlich nicht die Dame und spielt Springer F4. Droht Matt auf G2, das wird mit G3 abgewehrt. Der Springer hängt noch nicht wegen der Fesselung, aber wir können ja den König aus dieser Fesselung rausziehen, und jetzt hängt der Springer. Und ja, wo soll der Springer hinziehen? Er geht nach G6. Immerhin hatte Schwarz jetzt die Gelegenheit, auf der C-Linie sich entgegenzustellen. Grundsätzlich gut, aber ich glaube, wenn wir uns das mal angucken, die Bauernstruktur mit C6 und mit F6 und mit D6 ja, und C6 vielleicht auch sogar noch als schwaches Feld, dass Schwarz doch sehr viele Schwächen hat hier und Schwarz keinen wirklichen Angriff hat. Und so kann Weiß seine Initiative am Damenflügel jetzt relativ ungestört fortsetzen und den D6 zum Beispiel angreifen. Der wird gedeckt. Und Turm C3, starker Zug. Ja, bereitet die Turmverdopplung vor. Deckt den die dritte Reihe einfach nochmal für Notfälle. So dass jetzt, wenn jetzt die Dame tauschen würde, macht sie natürlich nicht, aber jetzt kann sich Schwarz Weiß immer noch aussuchen, vielleicht ob er mal den Springer hier auf dieses Feld bringen möchte, ja, aber mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit würde Weiß trotzdem wieder mit diesem Bauern schlagen, die F-Linie öffnen, ne? Und Schwarz hätte kein Gegenspiel, das wäre traurig. Nach Turm C3 versuchte er jetzt die Dame einfach auf dem Brett zu halten, ja, das macht absolut Sinn, irgendwie, wer weiß, was noch möglich ist. Und Turm F nach C1, Springer E7 möchte vielleicht mal mit F6, F5 ein bisschen Dynamik in die Bauernkette reinbringen. Aber jetzt spielt Weiß F3, vertreibt zunächst einmal die Dame auf ein schwächeres Feld, nämlich auf H3. Und dann kommt der schöne Zug F4. Ja, wir sehen, dass durch diese Verdopplung und den Springer im Grunde alle schwarzen Figuren so ein bisschen an die Verteidigung des D6 gebunden sind und an die C-Linie gebunden sind. Der Springer E7 deckt hier auch nochmal den C8 mit. Und ja, wenn alle Figuren gebunden sind auf der einen Seite, öffnet man die andere Seite und hat im Regelfall viel schneller die Möglichkeit, seine eigenen Figuren wieder rüberzubringen, ja, und auch dort die Schwächen auszunutzen, respektive anzugreifen. Es kam hier Turm C7. Die Idee ist wahrscheinlich gewesen, nochmal die Turmverdopplung hier anzustreben. Aber das war, ja, war schon nicht so richtig gut. Wir sehen auch, selbst wenn die Turmverdopplung jetzt hier erfolgen würde und Schwarz mit A6, B5 diesen Springer hier vertreiben könnte, theoretisch, und dann sehen wir einfach, dass dieser Turm auf C3 super gedeckt ist von unserem Bauern. Dass wir da nie irgendwie ein Problem, ein Risiko haben, dass unser Turm ungedeckt stehen würde. Von daher hat Weiß hier überhaupt keine Sorgen. Er hat hier auf Dame F3 gespielt. Und die Idee ist jetzt einfach auch mal zu gucken, hier Richtung F6. Ne? Ja, er macht vor allem aber auch nochmal ganz not das Feld E3 hier wieder für den Springer frei. Also ein multifunktionaler Zug. Und vor allem, man besetzt die F-Linie. Mach mal die Pfeile weg. Man besetzt die F-Linie, bevor man sie öffnet. Ja, auch ein ganz normales strategisches Werkzeug. Ja, was soll Schwarz hier groß machen? Er hat hier König G8 gespielt. Aber dann kam schon die finale Sequenz, nämlich F schlägt E. Ja, und bis jetzt haben wir ja im Grunde sehr viel Strategie gehabt. Und ja, wie es so ist, am Ende, und wenn es nur ein Zug lang ist, am Ende entscheidet immer die Taktik. Und hier der schöne Zug, Springer E5, gewinnt den ersten Bauern. Ja, vor allem der Turm auf C7 ist jetzt komplett ungedeckt. Und Dame und Springer greifen aber auch den F7 an. Ja, und dann hängt der E7 nämlich auch noch dahinterher ungedeckt und so weiter und so fort. Und da geht Material verloren in Hülle und Fülle. Und deswegen hat Schwarz hier aufgegeben. Ja, wir haben gesehen,
Das könnte mit einer der Gründe sein, warum Läufer D7 einfach nicht so gut ist, dass die weißen Felder am Damenflügel geschwächt werden und dieser Zug Dame B3 eine Schwäche am Damenflügel erzeugt, die Weiß die Möglichkeit gibt, Linien zu öffnen und ein Spiel zu kreieren. Und das könnte der Grund sein, warum König F8, zumindest war es früher so, etwas beliebter war zumindest. Den gucken wir uns im zweiten Teil an, oder im nächsten Teil vielmehr. Ich denke, das Video ist lang genug für heute. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen für euer Eröffnungsrepertoire. Und ja, lasst ein Like da wie immer, ganz klar. Und ansonsten sehen wir uns zum nächsten Teil wieder. Schön, dass du so viel Spaß hattest mit diesem Video. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das doch jetzt bitte nach. Ansonsten habe ich hier zwei Videovorschläge, die für dich sehr interessant sein können. Viel Spaß damit!